Willkommen zurück, liebe Leute. Wir haben bereits Tag 34 hier auf der Jeder gegen jeden Karte in Call of War. Und wie ihr seht, schaut es leider sehr, sehr düster aus inzwischen für uns. Ja, der Kollege aus dem Sudan bombardiert uns nach wie vor heftig mit Atombombenangriffen. Und wir haben, ja, irgendwie kaum eine Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Hier wurde wieder eine Atombombe gezündet. Unsere ganzen Armeen sind vernichtet und das geht die ganzen Tage schon so. Können sie kaum abfangen, die Atombomben. Der hat natürlich jetzt eine mega Output. Ja, wir haben jetzt auch schon ein paar Stunden von dem neuen Tag erreicht. Ihr seht, haben wir zwischen nur noch 1390 Punkte. Südsudan nähert sich langsam einem Sieg mit 2100. In einigen Tagen, also in 15. Juli ist es vorbei. Wir haben heute den 6. Juli. Das heißt, wenn wir noch 9 Tage bzw. 8 Tage und ein paar Stündchen einigermaßen durchhalten, dann sollte es einigermaßen klappen, dass wir noch die Karte abschließen können. Allerdings, wir sind momentan noch auf Platz 2. Aber es schaut düster aus. Also ich meine, Saskatchewan ist jetzt hier auch schon gelandet, dringt hier weiter vor. Wie es aussieht, hat er sich auch noch hier die Stufe 5 motorisierte Luftabwehr sich geleistet. Ich kann die Einheit noch nicht mal mit einer Atombombe angreifen. Außerdem reisen hier jede Menge Jäger. Die hat er auch alle aufgewertet. Okay, der mas investiert hier massiv scheinbar Goldmarkt. Ich kann es mir sonst, also Gold, kann es mir sonst nicht erklären, wie er hier Abfangjäger Level 7 hat und solche Sachen. Ja, also ich habe jetzt eine Atombombe in der Gegend gehabt. Ja, den habe ich jetzt nach Süden geschickt ein bisschen. Hier kommt noch mal einer nach und der will im Range, aber da kann ich ja gar nicht angreifen. Bringt nichts. Und hier habe ich zwar auch einen Atombomber, den kann ich mal ein bisschen näher ranbringen hier an die Geschehnisse, aber der Kollege hier aus dem Südsudan spielt sehr schlau, hat überall viele motorisierte Luftabwehr drin, deswegen ist es nur ein Glücksspiel. Jetzt aber vielleicht den noch mal riskieren. Jetzt haben wir schon wieder eine Provinz verloren, ja. Also das geht die ganze Zeit hin und her. Wir verlieren langsam den Boden unter den Füßen und ich habe mich hier entschieden, ein bisschen mich hier zurückzuziehen. Hier habe ich ein paar Eisenbahngeschütze und hier habe ich auch nochmal 2 Stück. Und ja, wir müssen tatsächlich uns ein bisschen defensiver halten demnächst. Bauen nach wie vor Rekrutierungsstationen, weil wir das Problem gehabt haben, dass wir die Arbeitskraft nicht gehabt haben. Allerdings ist jetzt wieder das Problem, dass wir keine Waren mehr haben. Also, vor Probleme. Wird hier ordentlich ausgebaut. Ich hoffe, dass ich dann ein paar Einheiten wieder bauen kann demnächst. Gucken wir mal kurz in die Rohstoffbörse, ob es da günstige. Ja, das können wir vielleicht sogar holen. Jetzt haben wir wieder was am Start. Ja. Ich glaube, wir werden mal hier mal ein paar Einheiten wieder bauen müssen. Und zwar, ja, hauptsächlich gehen wir tatsächlich auf die Luftabwehr inzwischen. Ach, ich habe hier schon einiges im Bau, sehe ich gerade. Aber auch hauptsächlich Luftabwehr. Okay, das passt schon. Ja, die ganzen Einheiten sind gar nicht im Bau gegangen, scheinbar, weil ich einfach Probleme gehabt habe damit. Mit dem Waren, beziehungsweise mit der Arbeitskraft. Arbeitskraft schaut jetzt wieder ganz okay aus. Wir haben jetzt 94.000 immerhin schon mal auf Lager. Haben es auf 3.269 hochgepusht. Und ja, wir brauchen jetzt tatsächlich neue Einheiten, liebe Leute. Wir brauchen Einheiten fürs Volk, damit für die Verteidigung. Hier ist gar nichts mehr im Bau, wie ich sehe gerade. Ich brauche hier ein paar mal mechanisierte Infanterien. Soll mal losgehen. Was kosten die eigentlich? Die kosten nämlich gar keine Waren. Das ist wunderbar. Deswegen können wir die direkt schon mal also damit los schon mal loslegen. Haben wir denn hier Mandalay, brauchen wir Flugzeuge. Die brauchen wiederum Waren, aber ich brauche trotzdem Flugzeuge. Haben wir 2 Jäger, 2 Schlachtflugzeuge und ein Marinebomber. Und hier in Chittagong, das ist ja wieder frei. Da könnte ich mal tatsächlich den Panzerwerk bei Gelegenheit mal reparieren. Also jetzt gleich. Einen Tag, 10 Stunden ist es fertig. Okay, super. Dann soll ein Propagandabüro direkt mal dahinter. Und die Industrie kann auch mal einmal wieder verstärkt werden. Da kann ich gerade eine Rekrutierungsstation auch rein basteln. Und die sollen mal hier mal wieder ein paar Sachen bauen. Und zwar ein
Wir haben Panzer und dann Panzerwagen, schwer Panzer, Panzerwagen. Die kosten Gott sei Dank auch keine Waren. Das heißt, die kann ich dann auch demnächst mal wieder umsetzen ein bisschen. Und hier kommen, wie gesagt, die motorisierten Luftabwehr. Da setze ich jetzt einen Fokus drauf, alleine um Atombombenangriffe abzuwehren. Ich habe immerhin schon Abfangjäger Level 6 erforscht, wie ich sehe. Genau, da sind wir auf Maximum. Und wir erforschen gerade Rakete Level 4. Die ist in 14 Minuten bereits fertig. Kreuzer Level 5. Okay. Kreuzer Level 5 in 15 Stunden 41. Ich habe aber das tatsächlich nur erforscht, weil ich gar keine Waren mehr gehabt habe. Was würde das denn hier kosten? Okay, dann werde ich mal sagen, für euch demonstriere ich das mal, dass ich das hier mal beschleunige. Und dann erforschen wir mal die Raketenjäger. Level 2, die sind in 1 Tag und 10 Stunden fertig. Und, oh, die Atomrakete hätte ich jetzt auch erforschen können, ne? Warte jetzt mal kurz, das breche ich mal ab. Raketenjäger, ich erforsche mal Atomrakete lieber. Die dauert zwar 2 Tage, 2 Tage und 2 Stunden, aber das ist mir wert. Wir, die Raketenjäger können wir immer noch machen, wenn wir hier den Kreuzer haben. In 15 Stunden, den werde ich jetzt mal nicht beschleunigen. So, ja, gucken wir mal, was hier so passiert. Ne? Das ist auf jeden Fall, ja, geht langsam dem Ende zu. Nicht nur dem Kartenende, sondern uns auch. Wenn wir uns nicht hier einigermaßen verteidigen können, dann schaut das übel aus. Bei mir wird leider gerade gebohrt, nicht weit weg. Deswegen muss ich mal kurze Pause machen, eventuell gleich, falls ich mal ein paar Sekunden nichts sage, dann einfach nicht wundern. Ich will nicht, dass das in der Aufnahme groß zu hören ist. Hier habe ich auch eine Geschützgießerei. Hier werde ich auch gleich mal hier die Luftabwehr und Panzerhaubitzen nochmal zweimal Luftabwehr in die Wege leiten. Wobei ich mache das anders. Erstmal zweimal Luftabwehr, dann eine Panzerhaubitze und dann die Luftabwehr nochmal. Also unsere Strategie wurde hier langsam zertrümmert mit den Panzerhaubitzen und so weiter. Wegen muss ich hier gucken. Hier gibt es auch eine Geschützgießerei, die ready ist, sehe ich gerade. Okay. Ja, dann machen wir das dasselbe hier. Zweimal Luftabwehr, Panzerhaubitze, Luftabwehr. Und in der Heimatinsel muss ich das auch mal in die Wege leiten. Hier habe ich jetzt auch schon die Schiffe, glaube ich, durch. Dann sollen hier nochmal zwei U-Boote gebaut werden. Ein Kreuzer, ein Zerstörer und ein Schlachtschiff. Und ich habe hier so schon mal eine kleine Flottille hier zusammengebastelt, hier unten. Da sind immerhin schon mal fünf U-Boote drin. Leider nur ein Schlachtschiff. Ne, Moment, ein Flugzeug, Digga, ist das okay. Vier Schlachtschiffe habe ich, okay. Und zwei Zerstörer, die will ich jetzt ordentlich verstärken, dass ich wirklich 10 U-Boote mindestens drin habe. Sammle hier gerade auch meine ganzen Marinebomber, die in der Gegend hier stationiert waren, weil ich habe gerade beim Tageswechsel entdeckt, dass hier 10 U-Boote hier von dem rumstehen. Die sind auch schon ordentlich beschädigt von mir gewesen. Aber ja, die wurden aber nicht komplett vernichtet und ich hoffe, dass ich die alle zusammen in einem Stack schnell hier dahin schicken kann und den abfangen kann. Wird toll. Das Catcher-Boy kommt ja wie gesagt an. Hier hat er keine Landungsversuche mehr gemacht in Neuseeland, da wurde er zurückgeschlagen. Aber hier kommt er jetzt langsam in Kamtschatka an. Ich meine, das wird jetzt ewig dauern, bis er hier durch ist. Ihr seht, seine Armeen brauchen hier schon mal 9 Stunden 42. Ich hoffe, er holt sich hier die ganzen Gebiete. Das dauert ewig, bis er hier in Magadan ankommt. Und wenn er hier in Magadan ankommt, dann schaut es natürlich ein bisschen übel aus, weil dann hat er die erste Produktionsprovinz hier in Asien. Korea gibt es nach wie vor, der hat sich hier scheinbar zurückgezogen. Der wurde hier vernichtend geschlagen, natürlich von Südsudan. Er hat uns mal geschrieben, ja, dass Südsudan ihn direkt angegriffen hat, deswegen konnte er Madagaskar nicht komplett vernichten. Hat er aber vielleicht geschafft inzwischen, weiß ich gar nicht. Madagaskar weg oder ist er noch da? Ne, Madagaskar ist scheinbar weg, immerhin hat er eine Mission vollbracht. Ein Gegner weniger. Aber das bringt ja auch nicht so viel. Wir haben nach wie vor immer noch drei Länder im Krieg: Rumänien, Saskatchewan, Südsudan. Die greifen uns alle nach wie vor an. Der Rumäne ist inzwischen auch schon wieder hier in Action.
Allerdings ist er jetzt nicht so schnell am Vordringen. Wenn, dann hoffe ich, dass Südsudan hier die ganzen Gebiete kriegt und dann den harten Sieg zu Ende machen kann. Hier hat er jede Menge zu erobern. Und wenn wir Glück haben, können wir Australien und die Indonesien behalten. Mal schauen, ob wir uns da bis komplett zurückziehen müssen bis dahin. Ja, bin gespannt, wie es hier weitergeht. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Achso, wir können mal kurz die Statistik nochmal anschauen. Die Kill-Death-Rate ist inzwischen natürlich sehr stark gesunken. Wir haben nur noch 104 Einheiten. Und in der Zeitung sehen wir, führende Industrienation der Welt sind wir sogar noch auf Platz 2, immerhin. Und reichste Nation der Welt waren wir auf Platz 2. Mächtigste Armee in der Welt sind wir auf Platz 4 inzwischen abgerutscht. Und wahrscheinlich jetzt sogar noch weiter runter. Wobei, könnte es sein, dass wir noch vor Rumänien sind. Aber ja, schaut übel aus. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis dann. Ciao. Thank you.